So, jetzt sind wir also hier in Croton gerade mit dem Zug angekommen. Wir wissen ja noch, wie das funktioniert hier von der Tour zum Staudamm, die wir gemacht haben. Und es ist echt von hier jetzt ein Katzensprung nur zum Jack O'Lantern Place. Die haben hier eine Ausstellung von Kürbissen, die halt ausgehöhlt sind mit Lichtern drin, auf einem Grundstück, was auf der Seite da hinten vom Highway ist. Und die haben da, seit Juni sind die am Kürbisschnitzen und da sind ungefähr 7000 Kürbisse in verschiedensten Arrangements und Formen und auch Farben, die halt hier das Hudson Valley ein bisschen in Halloween-Stimmung versetzen. Und da Halloween nun mal irgendwie zu Amerika dazugehört, habe ich mich auch in mein Kürbisgewand geworfen und wir gehen da heute mal zusammen hin. Und direkt hier am Bahnhof, also wir sind hier gerade um die Ecke gebogen, hier ist eine kleine Bar, die nennt sich Green Growler, ist eine Mikrobrauerei, eine Microbrewery. Die machen hier in Croton also ihr eigenes Bier und die haben auch eine kleine Speisekarte hier mit so frittierten Gurken und Pommes mit Käse und Steak und Brezeln und all sowas. Da werden wir nachher, wenn wir fertig sind, mit unserer Kürbisbesichtigung ein Wegbier trinken und ein bisschen an frittierten Gurken zutscheln. Herrlich! So, wenn wir jetzt also hier hochkommen, hier an der Tankstelle, ich drehe mich mal eben um, da ist die Tankstelle, die könnt ihr euch als Wegpunkt nehmen, denn an der Kreuzung da hinten müssen wir gleich rechts runter und dann sind es noch 400 Meter. Und dann sind wir am alten Anwesen Van Cortlandt Manor und auf dem Grundstück findet nämlich diese ganze Veranstaltung statt. Und wie gesagt, es sind irgendwie 7000 Kürbisse und das ist ein wunderbares Ding. So, und schon sind wir da am Gelände hier. Das ist jetzt echt ein Fußmarsch, wenn die Ampeln alle grün sind, alle beide, sind das keine 10 Minuten zu laufen. Hier ist zwar jetzt auch ein riesengroßer Parkplatz, der vermutlich doppelt so groß ist wie das Festivalgelände an sich, weil der Amerikaner, wir wissen, das fährt halt gerne Auto. Aber Croton-Harmon ist zum einen aus der Stadt hervorragend per Bahn angebunden. Da fahren, ich glaube, alle 10 Minuten kannst du da einen Zug nehmen, der hier rausfährt nach Croton. Es gibt halt irgendwie zweimal in der Stunde oder am Wochenende einmal in der Stunde fahren halt Expresszüge. Da bist du in 40, 45 Minuten hier von Grand Central. Oder aber du hast einen, der überall hält. Der braucht dann natürlich ein bisschen länger. Aber also irgendwie hier mit dem Auto hinfahren macht nicht wirklich Sinn, weil das halt wirklich, wirklich direkt am Bahnhof ist. So, da geht es dann also gleich rein und da man, wie gesagt, im hellen beleuchtete Kürbis nur recht wenig genießen kann. Und an, jetzt gehen wir mal rein. So, wenn man sich also schön Zeit lässt, kann man das in einer Stunde schaffen, da durchzugehen, und man sieht alles, man tritt den Leuten nicht auf die Füße und man genießt. Hallo. Das, ja, das ist die Michaela. Hallo. Aus Aschersleben. Hallo. Und die ist albern. Aber das macht ja nichts. Jetzt gehen wir Bierchen trinken. Ja. So, wie angekündigt sind wir also jetzt noch im Green Growler. Es gibt auch so eine kleine Dachterrasse hier, so ein Mini-Balkon mit direktem Blick zum Bahnhof. Was will man mehr? Ich glaube, hier komme ich noch mal öfter hin. Bierchen trinken, Zügchen gucken und so. Ja, das war's jetzt mit der Tour zum Pumpkin Blaze Jack-O-Lantern-Dingy 2019. Mein Schwager guckt mich an, als hätte ich einen an der Waffel. Aber so ist halt nun mal, wenn man mit langem Arm irgendwo steht und mit einer Kamera spricht. So, jetzt gibt's Bierchen. Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Guck mal, da ist die schon wieder. Prost. Du kommst jetzt auf YouTube. Prost. Okay, ich werde YouTube-Star. Maybe, aber nicht mit meinem Kanal. Ich habe nur 60 Folger. Prost. Prost.